sie das Lied beginnt. Und eigentlich hat das Lied keinen Sinn. Doch du hörst trotzdem hin, weil dir irgendwie gefällt, wie der Typ da klingt. Und du bist gespannt, so eine Mischung aus interessant. Mit deinem Beigeschmack aus bisschen Angst, denn du denkst dir, so langsam wird es Zeit für die Drums. Und dann geht es los, wir bleiben immer noch bei diesem Ton. Bitte nochmal diesen Ton. Und du denkst dir, oh, doch das ist ein A. Und alle meine Jungs sind klar. Ey, das ist ein A, aber kann es sein, hier fehlt noch was. Und dann kommt der Bass und spätestens jetzt ist es egal, was ich sag. Also kann es sein, dass ich einfach mal lach, so mitten in dem Lied einfach ha, 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 ha. Nein, ich bin nicht ha. Und alles, was ich will, ist nur ein bisschen Spaß. Und nicht aus jedem Lied wird ein Hit, ist klar. Aber der kommt ganz schön nah. Ich weiß nicht so recht, finde ich es gut oder einfach nur schlecht. Denn du stehst eigentlich auf Rap, aber das ist eher Pop mit einem peinlichen Text. Im Vergleich zu den Girls sind die wohl lieber Lieder, die man mitsingen kann. So wie diese Britney sie sagen, aber das ist viel zu schnell, das ist ein Hit-Lab kann. Und slow down, ihr wollt Hits von No Doubt. Gangster-Rap wie Roll Out, schöne Tracks wie Hold Down. Ich bin doch nur Crow Out. Tut mir leid, doch ich will nur, dass du es weißt. Ey, ich kann nicht immer Hits schreiben, aber das kommt ganz schön nah.